Also, Schillinch und Käppela zum zweiten. Kalaitzakis setzt da gleich mal. Geht hier aber weiter. Ah, gut. Gute Hände von Gibbs. Das sind einfache Punkte von Rich, der nochmal abhebt. Trotzdem ist das hier eine kritische Phase, weil man das Gefühl hat, Göttingen könnte hier jederzeit aufdrehen, wie Umoja Gibson es hier unter Beweis stellt. Dani Jansson gegen Philipp Hartwig. Haben wir nochmal zu Hause gerade lächelnd vorm Fernseher sitzen. Grüße gehen raus. Ah, Leute, jetzt reicht es hier auch langsam mal. Du kannst so ein Spiel in der BBL nicht bestreiten. Er hat dafür gesorgt, dass Kalaitzakis genug Spacing hatte in dieser Aktion, aber sie bekommen es gerade nicht hin. Die Timeout von Tübingen von Dani Jansson. Immer dann, wenn der Ball bei den Tübingern läuft, dann, komm, sage ich es, gibt's ihn zur Stelle. Und Anticipate. Heb ab, Grant, Anticipate. Jetzt agieren die Veilchen effizienter. Die können sich ja eventuell wieder zweistellig absetzen, aber das alte Problem. Airball von Mateo Šerić. Ja, und Gianni Otto wird auch kommen. Auf der anderen Seite. Ist schon wieder zur Stelle. In der Halbzeit Nummer 1 waren es die vielen Würfe bei den Göttingern. Das ist zu naiv. Göttingen weiß halt eben auch, dass da der Abschluss von Šerić kommt. Und wenn der ab und zu kommt. Aber sie können auch zusammen auf dem Feld agieren. Tisevic, den sollten sie am heutigen Nachmittag nicht freilassen. Top of the key anspielen kannst. Šerić, Gibson, and one. Auch das noch. Dreier. Wäre man womöglich mit einem One-Possession-Game in die Kabine gegangen. Aber das ist gerade besser anstellen in solchen Aktionen. Das ist natürlich nur eine von vielen. Ja, einfaches Anspiel, Hartwig ist da zur Stelle. Wenn es so gemangelt hätte, wäre es für jeden Tigers-Fan sicherlich auch irgendwo noch ein Spieler, der binnen kürzester Zeit, ja, gut und gerne mal, 2 bis 3 Dreier. Das ist nicht gern gesehen. Sei es drum. Göttingen gewinnt mit 101 zu 70.